So, hallo liebe Leute. Heute gibt es mal was Neues, nämlich ein Interview. Ich habe hier den Arne Tempel zu Gast, ein Freund, der sich viel mit dem Thema Depression beschäftigt hat. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht für den einen oder anderen hier in diesem Kanal auch ganz interessant, um mehr über dieses Thema zu erfahren. Servus, Arne. Moin, Elias. Stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Was macht dich aus? So, ja, also ich stelle mich vor, mein Name ist Arne Tempel und nein, das ist kein Künstlername. Da habe ich mich einheiraten lassen von meiner Mutter in diesen Namen, diesen Nachnamen. Was macht mich aus? Also besonders in dem Kontext, in dem ich hier bin, macht mich aus, dass ich früher stark depressiv war, auch einen Suizidversuch hinter mir habe und heute anderen Menschen beibringe, mit Depressionen und diesen auch teilweise suizidalen Gedanken umgehen zu lernen, weil ich heute an einem Punkt bin, wo ich mich geheilt fühle und ich sehe, dass das für viele Menschen sehr schwer ist, zu dem Punkt zu kommen, wenn sie einmal unter Depressionen gelitten haben, den Weg da wieder hinzufinden. Was ist denn Depression? Wie kann man das erkennen? Also wir alle kennen ja Tiefphasen, ob das Tiefphasen sind mit Liebeskummer oder wenn im Leben was Schlimmes passiert ist, dann kennen wir alle diese Phasen, wo unser Körper einfach nicht mehr will, wo unser Kopf sich auf nichts Positives mehr konzentrieren kann, wo wir keinen Appetit haben, wo wir vom Körper her eher antriebslos und schwerfällig sind. Und das ist erstmal ein ganz normaler Zustand, den jeder von uns kennt. Es gibt aber die Möglichkeit, dass sich dieser Zustand ein bisschen chronifiziert. Also sobald man so länger als 14 Tage bis 4 Wochen in diesem Zustand drin ist, könnte man mal schauen, ob da nicht schon die Diagnose Depression dahinter liegen könnte. Ja, wenn man aus diesem Zustand nämlich nicht mehr rauskommt, wenn der teilweise aus dem Nichts herauszukommen scheint, wenn wir immer wieder das Gefühl haben, uns wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Wir wissen gar nicht, wie es uns geht, wenn wir ja, zu einem Punkt zu kommen, wo wir uns nicht mal mehr schlecht fühlen, sondern einfach teilweise nichts mehr fühlen. Und Okay. das ist so grob beschrieben, dieser Zustand, dass es über einen längeren Zeitraum hinweg einem einfach scheiße geht und man da einfach nicht mehr rauskommt, selbst wenn man im Außen Dinge verändert. So wie zum Beispiel einen neuen Job, neue Beziehungen oder ja, Dinge dazuhauen, wie eine neue Wohnung oder ähnliches, dass solche Sachen dann in dem Zustand nicht helfen, wenn wir überhaupt den Antrieb haben, etwas an den äußeren Sachen zu ändern und nicht nur den ganzen Tag im Bett liegen und uns einfach niemandem mehr zumuten wollen. Dieses Schlechtfühlen basiert jetzt nur darauf, dass man nichts fühlt, oder gibt es auch sowas wie Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit? Also dieses Nichtsfühlen, das ist so die oberste Stufe, sozusagen die komplette nervliche Überforderung, also wirklich auch physiologisch gesehen nervliche Überforderung. Ja, das kennen wir ja so aus der Traumatherapie, wird von diesen drei Mechanismen vom Körper geredet, wie er auf seelische Überforderung reagiert, mit Flucht, Kampf oder Todstellen. Und diese innere Leere ist sozusagen ein Todstellen. Da macht einfach der Kopf dicht. Wir kommen an unsere Gefühle in dem Moment nicht mehr ran. Und das macht der Körper, um uns zu schützen. Weil sonst wir können uns das physikalisch ganz gut vorstellen, ja, wenn wir so einen Schlauch haben, wo einfach mal insgesamt nur 1 Liter pro Sekunde durchfließen kann und dann kommen nicht nur der 1 Liter, der sowieso durchfließt, dazu, sondern noch 50 Liter alter Dreck, der plötzlich losgelassen wurde, dann kann das zum Platzen des Schlauches führen. Und das sind tatsächlich auch mögliche Folgen von ganz schweren Depressionen. Es gibt so, ich kenne gerade nicht mehr den Fachbegriff dafür, aber eine Endform von Depressionen, wo der Betroffene nur noch da sitzt und nichts mehr macht, nichts mehr sagt, einfach regungslos da sitzt, aber noch am Leben ist. Und vor sowas versucht uns unser Körper zu schützen, indem er dort einfach die Gefühle abschaltet
und wir das Gefühl haben, nichts mehr zu fühlen. Was ein Trugschluss ist, weil eigentlich fühlen wir in dem Moment zu viel, zu viele intensive Sachen auf einmal. Aber es fühlt sich wie ein Nichts an, wie so ein schwerer, grauer Schleier, der über uns drüber liegt, wo wir Farben nicht mehr intensiv wahrnehmen können, wo wir uns nicht mehr auf eine Sache konzentrieren können, wo alles schwerfällig und sinnlos erscheint. Und so andere Gefühle wie ja, Trauer, auch Wut, auch wenn Wut eher weniger, weil Depression hat viel mit unterdrückten Wutgefühlen zu tun. Ja, aber diese Gefühle gibt es definitiv auch und auch über einen langen anhaltenden Zeitraum. Woher weiß der Körper, dass das die Gefühle zu viel sind in dem Moment? Müssen wir ihn mal fragen. Also das scheint so eine natürliche Barriere zu geben dafür. So. Wenn wir anfangen, bewusst zu spüren, was uns gut tut und was nicht. So, es gibt so ganz einfache Übungen, um so ein Gespür zu uns das bewusst zu machen. Unser Körper hat das ja, wir übergehen das nur oft. Ja, zum Beispiel mal Wasser zu trinken, ein Glas Wasser zu trinken und wirklich dann aufzuhören zu trinken, wenn wir merken, jetzt haben wir eigentlich gar keinen Durst mehr, sondern jetzt trinken wir nur, um das Glas alle zu kriegen. Ja, oder beim Essen, dass wir nicht zwangsläufig den Teller eben leer machen, weil wir es so gelernt haben oder weil wir nichts verschwenden wollen, sondern dort wirklich, wo unser Körper sagt, hey, jetzt essen wir gerade bloß noch, um zu essen und nicht, weil mein Körper jetzt gerade tatsächlich noch danach verlangt. Da kommen wir so an mit dem Bewusstsein an solche Grenzen ran. Und viele von uns haben aber gelernt, diese Grenzen zu übergehen, weil wir müssen ja für äußere Ziele funktionieren. Wir müssen ja nach äußeren Dingen streben. Und dann schlucken wir natürlich diese Grenze hinunter und übergehen sie, um was anderes zu erreichen. Ja, angefangen bei so kleinen Sachen, die für uns alle normal sind. Ja, wenn wir als Kind sagen, wir wollen jetzt da auf diese Mauer klettern und unsere Mutter sagt, um Gottes Willen, vielleicht sogar berechtigt, hey, die Mauer ist nicht gesichert, dort bröckelt alles ab und du bist manchmal einfach ein bisschen dapsch. Du gehst jetzt da nicht hoch. So, dass wir in unser eigenes Bedürfnis, da jetzt hochzugehen, eingreifen zu lassen. Das sind so kleine, natürliche Sachen. Das geht dann aber bis dahin, dass wir merken, hey, wir dürfen das, was wir sagen wollen und tun wollen, das dürfen wir nicht, weil wir müssen ja was anderes sagen und tun, weil sonst schämen sich unsere Eltern für uns oder sonst sind wir zu anstrengend für unsere Eltern. Und das bleibt jetzt nicht nur bei den Eltern, fast das gesamte Schul- und Kindergartensystem ist darauf mit aufgebaut, uns eben in ein gewisses System reinzupressen. Was ich jetzt persönlich per se nicht verurteile, eine große Masse von Menschen braucht ein System, auch wenn in den moderneren Ländern wie in Deutschland, ich glaube, das ein bisschen zu weit geht, was wir auch an den hohen Depressionsraten hier merken und die gerade wirklich am Zunehmen sind. Und dort eben auf die Grenzen zurückzukommen. Unser Körper hat diese Grenzen von dem, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Mhm. Und selbst wenn wir die nicht bewusst wahrnehmen, sind die da. Und einerseits gibt uns unser Körper die Möglichkeit, die Grenzen zu wahren, wie zum Beispiel mit dem Trinken oder wenn wir unbedingt was erzählen müssen, uns was von der Seele reden müssen und dann aber uns trotzdem dagegen entscheiden können, weil wir sagen, ach, wir wollen andere nicht belasten. Dort können wir diese Grenzen unseres Körpers übergehen, ihn im weitesten Sinne zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun will. Ja, hier mache ich ganz gerne den etwas provokativen Vergleich, dass wir uns selbst vergewaltigen damit, weil das ist ja das Wesen einer Vergewaltigung, jemanden zu was zu zwingen, was er nicht will, in seinen Rahmen einzutreten. Und so können wir dem Körper abtrainieren, diese Grenzen zu wahren. Aber es gibt eben diese Grenzen und es gibt dann irgendwann die Grenzen, wo einfach physiologisch tatsächlich Schluss ist. Wo höchstwahrscheinlich, auch wenn das, wenn ich mich noch nicht genug damit belesen habe, wo es höchstwahrscheinlich eben zu dem Zustand kommt, wo tatsächlich auch in den Nerven die Spannung und die Konzentration von Neurotransmittern so hoch ist, dass der Körper dort eingreifen muss, weil dort tatsächlich sonst was kaputt geht. Wirklich physiologisch, biologisch kaputt. Okay, also fass das mal zusammen.
Ich höre nicht auf meine Grenzen, die einfach da sind, auf natürliche Art und Weise. Und dadurch stauen sich Gefühle an. Sehe ich das richtig? Ja. Was, wenn wir die Grenzen nicht halten, das Anstauen ist eine Sache. Also es spielt noch mehr mit rein. Tatsächlich die Gefühle, die wir unterdrücken und Bedürfnisse und Impulse, die sind ja deswegen nicht weg. Ja. Wir gucken die nur nicht mehr an. Wir drücken die runter. Die sind ja aber immer noch in uns drin. Was aber halt zusätzlich mit dazu kommt, ist, dass da ein Lernprozess stattfindet. Dass wir unsere Grenzen sowieso permanent übergehen. Also macht uns unser Körper irgendwann, weil er will ja Energie sparen, setzt er uns die Grenzen nicht mehr. Er setzt sie nicht mehr so sehr in den Vordergrund. Er macht das Signal von, hey, stopp, das lässt er leiser werden. Wenn er merkt, hey, wir überhören das sowieso, dann wir gehen sowieso immer ständig über die Grenze drüber, dann kommen wir da, dann ist das wie eine Angewohnheit, die Grenzen zu übergehen. Und das Wesen einer Angewohnheit ist ja, ja, dass wir den Prozess von Auslöser zu Endergebnis nicht mehr mitkriegen. Also wir müssen die Grenze gar nicht, wir nehmen die Grenze dann bewusst gar nicht mehr wahr, sondern übergehen sie einfach, weil ich muss ja nicht auf meinen Körper hören, sondern es geht ja nur um das, was außen passiert und was ich im Außen in mein Leben ziehen möchte und erreichen möchte. Und so kommt es zu der Angewohnheit des eigenen Grenzenübergehens, was dazu führt, dass wir unseren Körper eben oft nicht mehr hören, unsere Grenzen übertreten. Und aus diesen Zuständen heraus wiederum Entscheidungen treffen, die uns Dinge in unser Leben ziehen, die uns aber eigentlich gar nicht gut tun, was wir aber nicht mitkriegen. Und wie führt das dann zur Depression? Die Depression, die zeichnet sich durch diesen Zustand aus, in dem das Ganze zu so einem Kreislauf wird. Also im Endeffekt ist jetzt eine Depression ist kein Erreger, der von außen in den Körper eintritt und dann sind wir krank, sondern eine Depression ist ein Syndrom, also ein Zusammentreffen von verschiedenen Symptomen, die sich gegenseitig am Leben erhalten. Mhm. So, und das sind sowohl physiologische, biologische, als auch geistige, mentale, als auch auf Verhaltensweise zu sehende Faktoren. So, dass wir zum Beispiel, okay, wir übergehen unsere Grenze dahingehend, dass wir einfach nur für andere funktionieren. Ich nehme jetzt mal so ein ganz plakatives Beispiel, in dem wir immer nur für andere funktionieren und gar nicht mitkriegen, wenn unser Körper eigentlich erschöpft ist und Ruhe bräuchte. Das führt dazu, dass wir aber permanent erschöpfter werden, weil unser Körper sich natürlich erschöpft und aber in unserem Kopf gar nicht die Möglichkeit da ist, dass das daran liegen könnte, dass wir für andere zu viel machen. Das heißt, dass wir trotzdem versuchen, weiter zu funktionieren, dadurch aber wiederum müder werden. Und diese Müdigkeit wiederum oder dieses Auspowern unseres Systems hat natürlich dann noch eine ganze Menge anderer Faktoren, wie dass unser Körper auf gewisse Energiereserven und das sind wir bei zum Beispiel Sachen wie Aminosäuren vermehrt zurückgreift, um sich selbst noch am Leben zu erhalten, die dann natürlich an anderen Stellen fehlen, an unserer geistigen Leistungsfähigkeit bis dahin, dass viele depressive Probleme mit ihrem Magen haben, Probleme mit der Verdauung haben, Probleme mit ihren Sexualorganen haben. Und das wiederum führt zu anderen Problemen im Leben, die wir aber mit den runtergedrückten Grenzen von dem, was unser Körper will, nicht richtig wahrnehmen und glauben, dort wieder ein neues Ziel erreichen zu müssen, uns auch dort wieder unter Druck setzen, unseren Körper wieder eher erschöpfen. Und so ist das ein Kreislauf, der sich damit selbst am Leben erhält. Okay, also es sind mehrere Komponenten. Ich nehme die Bedürfnisse nicht mehr wahr, ich unterdrücke die Gefühle, ich lebe mein Leben nicht auf eine Art und Weise, die für mich erfüllend ist, die für mich gesund ist. Und damit lande ich zwangsläufig in irgendeiner Form von Depression. Also nicht zwangsläufig. Das ist eben noch diese interessante Grenze. Also manche Menschen, die leben ihr ganzes Leben so und die kommen super zurecht. Okay. Also super zurecht ist übertrieben, aber da macht der Körper nicht dicht, weil sie vielleicht noch gewisse Dinge im Leben haben, die sie trotzdem irgendwie halten. Zum Beispiel jemand, der psychische Selbstvergewaltigung jeden Tag betreibt, der muss nicht in einer Depression landen, wenn er zum Beispiel trotzdem eine relativ enge
Bindung zum Beispiel zu seinen Eltern hat oder zu, in einer Partnerschaft, ja, wo einfach andere emotionale und körperliche Bedürfnisse, so toxisch diese Beziehungen eventuell auch sein mögen, solange dieses Grundgefühl von Verbundenheit und Sicherheit in diesen Beziehungen da ist, kann das im Körper genügend kompensieren, damit er nicht völlig überfordert. Und so, oder eine andere Möglichkeit ist tatsächlich Sachen wie Fernsehen oder so Spielesüchte. Klar, so viele Menschen, die süchtig sind nach irgendwas, die stehen oft am Rand von der Depression, aber die Sucht hält in einer Form diesen ganzen Kreislauf noch aufrecht, sodass wir noch funktionieren können, solange bis dann irgendwann mal noch mehr äußere Belastungen dazukommen oder wir anfangen, die Sucht loshaben zu wollen. Wie wir ja wissen, dass die Behandlung von Süchten im ersten Moment immer erstmal ein Rückschlag ist oder sich wie ein Rückschlag anfühlt, weil es am Anfang einem immer schlechter geht, weil dann die Dinge hochkommen, die unterdrückt wurden. Also man muss nicht in der Depression landen und es ist auch noch nicht vollends geklärt, was alles zu einer Depression führt. Wir kennen halt wir sehen diese Dinge, die ich jetzt auch gerade erzählt habe, und dann ist noch nicht geklärt, inwieweit genetisch betrachtet tatsächlich mehr mit reinspielt, als wir unter Kontrolle haben. So, auch wenn wir natürlich wissen, dass unser Verhalten, so wie wir uns verhalten, wie wir unser Leben leben, danach verändern sich ja auch unsere Gene, unsere DNA verändert sich damit, wie wir unser Leben führen. Und deswegen ist es nicht ganz geklärt, ob wir jetzt quasi einfach nur die Verhaltensweisen von unseren Eltern miterben oder ob da tatsächlich vielleicht über Generationen hinweg so eine Disposition zu einer Depression mitgegeben wird. Das wird stark vermutet, ist aber noch nicht wirklich bewiesen. Genauso wie noch nicht bewiesen ist, in welchem Maße Ernährung bei Depressionen eine Rolle spielt. Dass sie eine Rolle spielt, in sehr vielen Fällen ist bewiesen, aber wie, wo und warum ist noch sehr ungeklärt. Auch wenn es viele Leute gibt, die dann sagen, ja, das Geheimnis sind Aminosäuren und das Geheimnis ist dann Vitamin C und das Immunsystem ist im Arsch. Und deswegen, bei einer Depression gibt es kleine Entzündungsherde im Gehirn und das ist der Grund. Das ist Tunnelblick auf ein Problem und das mag einzelnen Personen geholfen haben, genau dieses Thema anzugehen. Bei den meisten ist es ein bisschen komplexer als das. Ja. Aber dass die Sachen mit reinspielen, das ist relativ klar, bloß in welchem Maße, das ist noch nicht klar. Also es muss nicht jeder an einer Depression erkranken, der sich selbst nicht gut tut. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass die Ernährung eine Rolle spielt auf die eigene Seelenwelt, weil eine gesunde Ernährung, vitaminreiche Ernährung einfach auch dem Körper gut tut. Ich meine, da muss man ja gar nicht so sehr auf die Details eingehen, wie irgendwelche Säuren oder was. Aber ich habe das zum Beispiel am Beispiel von Vitamin D ganz krass gemerkt. Im Winter, ich habe nie irgendwie Vitamin D künstlich zu mir genommen, als Ergänzungsmittel. Und mir ging es aber nicht so gut, so oft in den Wintermonaten, dass ich irgendwie so auch müde war und lustlos. Bis ich halt mal mein Blut habe checken lassen nach den Stoffen und Vitaminen, wie sehr die in meinem Körper drin sind. Und da wurde auch festgestellt, dass ich halt einen Mangel habe an Vitamin D. Und als ich begonnen habe, das zu nehmen, dann hat sich auch mein Gefühlsleben verändert. Dann war ich wieder motiviert, dann war ich wieder lustvoll, irgendwas anzupacken und zu machen. Und das hat mir voll krass gezeigt, welchen Einfluss Ernährung haben kann oder ein gesunder Lebensstil, rauszugehen an die frische Luft und sich dem Sonnenlicht aussetzen. Solche Dinge. Das sind sowieso die besten und einfachsten Heilmethoden. So tief atmen, Natur und Bewegung. So, das sind die besten Heilmethoden bei Depressionen. Das Problem hierbei ist oft nur, dass es viele Depressive nicht machen. Einfach weil der Antrieb dazu fehlt, weil sie das Gefühl haben, ach, das ist sinnlos, das bringt doch alles sowieso nichts, weil sie sich dazu nicht aufraffen können, solche Sachen zu machen oder regelmäßig zu machen oder sich sehr, sehr stark dafür verurteilen, wenn sie es dann mal nicht machen und nicht durchhalten und sich dadurch dann wieder selbst runterdrücken. Oder sich, wenn sie rausgehen und Sport machen, dabei auch so sehr unter Druck setzen, dass es am Ende wieder nur ein neues Leistungsprinzip wird, anstatt eine wirkliche Selbstfürsorgepraxis. Ja.
Aber das stimmt schon. Diese Sachen sind die Naturheilmittel bei Depressionen schlechthin. Raus in die Natur, Sauerstoff, Sonnenlicht, Bewegung. Das sind alles ganz, ganz wichtige Sachen. Es gibt eine sehr interessante Studie zu dem Thema, wo, ich glaube, an Harvard eine Studie gemacht wurde mit Menschen in einer psychiatrischen Einrichtung. Und da wurden am Ende drei Gruppen genommen. Eine Gruppe, die normal nur mit Psychotherapie behandelt wurde. Eine Gruppe, die zusätzlich Antidepressiva bekommen hat. Und eine Gruppe, die... Warte, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Genauso war es nicht. Aber es gab auf jeden Fall dann eine Gruppe, die Antidepressiva bekommen hat. Und stimmt, Gruppe Nummer 1 hat nur Antidepressiva bekommen. Gruppe Nummer 2 hat Antidepressiva bekommen und dreimal die Woche 30 Minuten Ausdauersport gemacht. Und eine dritte Gruppe hat nur dreimal die Woche 30 Minuten Ausdauersport gemacht. Und es gab dann den Kurzzeiteffekt. Nach ein paar Wochen gab es zwischen diesen drei Gruppen keine großen nennenswerten Unterschiede. Also es war schon so, dass die beiden Gruppen, die Sport gemacht hatten, denen ging es grundsätzlich schon mal besser als denen, die nur Antidepressiva bekommen haben. Mhm. Aber nicht so groß der Unterschied. Und vor allem gab es zwischen den zwei Sportgruppen keinen wirklich großen Unterschied. Was hier schon mal interessant ist, dass die Antidepressiva keinen großen Unterschied gemacht haben, wenn man sich bewegt hat. Das wirklich Interessante kam dann 9 Monate später, als diese Patienten wieder befragt wurden und versucht wurden. Da war es so, dass es einen riesengroßen Unterschied gemacht hat, dass es den Menschen, die eben nur Sport gemacht haben und keine Antidepressiva genommen haben, dass es denen bei weitem besser ging, als denen, die entweder nur Antidepressiva genommen haben oder selbst Antidepressiva genommen und Sport gemacht haben. Also auf lange Sicht haben die Antidepressiva sogar den Heilungserfolg von dem Sport ein bisschen mit vereitelt. Ja. Aber es zeigt, wie wichtig eben Bewegung ist beim Thema Depression. Das glaube ich gerne, diese Ergebnisse. Und zeigt ja auch, dass viele Mittel, die uns verabreicht werden, in der herkömmlichen Medizin, dass sie uns vielleicht helfen, ein Stück weit noch zu überleben, aber nicht wirklich lebendig zu werden. Ja. Das ist ja auch, das ist quasi diese kritische Schwelle bei Antidepressiva. Das einerseits gibt es natürlich, also was sie ja machen, ist, sie schränken die Sinuskurve unserer Gefühlswelt ein. Mhm. So, wenn wir vielleicht manisch-depressive so eine Gefühlskurve haben, nur ganz tief oder ganz hoch, dann helfen die Antidepressiva, die Kurve so werden zu lassen. Einfach mal in der Mitte. Es geht nicht mehr richtig ab, aber so richtig die große Lebendigkeit ist auch nicht da, aber es geht mal wieder in die Mitte. Und genauso wie wenn das bei Depressionen nur noch so ist und nur noch runtergeht, dann helfen die, diese Ausschläge nach unten ein wenig einzudämmen, dämmen aber gleichzeitig auch die Ausschläge nach oben ein, die möglich wären. Und das kann in wirklich akuten Fällen sehr, sehr wichtig und hilfreich sein, um zu verhindern, dass die Menschen sich noch weiter in eine Negativspirale reinbewegen. Gleichzeitig ist es aber klar, dass auf lange Sicht gesehen Antidepressiva nicht die Heilung sind. Weil es liegen natürlich andere Mechanismen hinter dem Ausbrechen einer Depression, die durch die Antidepressiva nur unterdrückt werden, aber nicht geheilt. Und so kommen dann die Menschen, die immer nur Antidepressiva nehmen oder eben die entsprechenden Erfolge in ihrer Psychotherapie noch nicht hatten, die krachen dann immer komplett wieder zusammen, sobald sie die Antidepressiva absetzen. Und dort ist eben die Gefahr. Und es werden eben auch viel zu viele Tabletten einfach so verschrieben. Ja, das, wo ich jetzt aber auch nicht wüsste, wo da die Lösung ist, weil hier sprechen wir ja tatsächlich von vor allem Allgemeinärzten, die diese Tabletten verschreiben. Und klar, Allgemeinärzte, jetzt müsste man sagen, da müssen die aufgeklärt werden über die tatsächliche Wirkung des Ganzen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sich Allgemeinärzte eben mit 500, 600 Krankheitsbildern jeden Monat auseinandersetzen müssen. Und da müsste sich einfach am System grundlegend was ändern, was momentan noch nicht geht. Aber das ist sozusagen, soweit möchte ich sagen, ich bin auch sehr vorsichtig, was Antidepressiva angeht. Und ich habe sie, sobald es auch ging, ausgetauscht gegen ein Mittel, was mir damals sehr geholfen hat, das waren Bachblüten. Damit habe ich sehr große Erfolge erzielen können. Damit ging es mir sehr viel besser.
Es gab dann in den ersten Jahren nach meinem richtig großen Zusammensturz, hatte ich jeden Herbst so einen Rückfall. Und in dieser Zeit habe ich dann immer für 30 Tage Citalopram genommen, auch ein Antidepressivum. Und das hat mir einfach über diese Zeit, die so ein Trigger war für mich und mein System, hat es geholfen, darüber hinauszugehen. Aber nach diesen 30 Tagen habe ich das Zeug auch nicht mehr angerührt. Und so hat es mir einfach geholfen für ein paar Jahre lang. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich so das Selbstvertrauen hatte, dass ich jetzt besser mit diesen Gefühlen und Gedanken und diesem Tief umgehen kann, wenn es denn jetzt wiederkommt. So dass ich eben nicht mehr in diese Spirale der Depression reinfalle. Genau. Also ich denke auch, wir müssen halt weg davon, alles zu glauben und zu machen, was uns die Ärzte sagen, sondern wenn wir ein Gefühl haben, dass es uns nicht gut tut oder dass es vielleicht auch andere Wege gibt, dass wir darauf vertrauen und dass wir auch selbst dafür verantwortlich sind für unsere Gesundheit und dementsprechend auch bewusst mit solchen Dingen umgehen lernen. Ja. Und das ist super, wie du das sagst, eben umgehen lernen. So. Das heißt eben, also ich sehe das auch ganz pragmatisch, Ärzte sind auch nur Menschen, die machen auch nur Fehler. Und selbst wenn es sicherlich Teile gibt, die unter anderem Druck von größeren Mächten stehen, nennen wir es mal so, gibt es einfach ganz, ganz viele, die eben nur das machen, was sie eben für richtig halten und machen können. Und wenn Ärzte diese Fehler machen können, dann können wir die auch machen. Und wenn die aus ihren Fehlern lernen, dann können wir eben auch aus unseren Fehlern lernen. Und dann können wir eben einfach anfangen, Dinge für uns zu tun, für unsere Gesundheit zu tun. Und selbst wenn sie am Anfang nicht den Erfolg haben, den wir uns davon erhoffen, heißt das aber nicht, dass das alles nichts funktioniert, sondern das ist einfach eine neue Erfahrung und dann können wir eben weitermachen. Deswegen mag ich, wie du Lernen gesagt hast. Also niemand kann von heute auf morgen einfach ein paar Internetartikel lesen und YouTube-Videos schauen, wie man sich gesund hält und dann erwarten, dass er einen Monat später sein eigener Doktor ist, der einen perfekt versorgt. So. Also man darf sich selber auch die Fehler dann zugestehen, die eben ab und zu mal kommen und wo eben auch das richtige Maß zu finden, was mir persönlich hilft. Gut, dann lass uns noch auf die Auswege eingehen. Was kann ich tun, wenn ich mich dabei ertappe vielleicht oder wenn ich erahne, dass ich da depressiv ähnliche Zustände haben könnte? Was kann mir helfen, da rauszukommen? Was kann ich tun, um mein Leben aufzupeppen und mental, körperlich gesund zu werden? Also meine grundsätzliche Empfehlung ist so oder so trotzdem, sich eine Begleitung zu suchen in Form eines Coaches, den ich vertraue, oder auch eines Psychotherapeuten. Da ist es immer eine Frage der Chemie. Wie passt das? Wie vertraue ich dem anderen Menschen? So, es hilft immer, jemanden von außen mit drauf gucken zu lassen auf den Heilungsweg, der eben auch mal uns an Punkte hinführt, die wir selber nicht sehen. Ja. Und gleichzeitig möchte ich dazu sagen, dass der Punkt von Heilung bei mir gerade, das heißt für mich nicht, dass es uns immer gut geht und dass wir keine Rückschläge mehr haben. Aber so wie es heute bei mir ist, mir geht es immer noch ab und zu scheiße. Ich kenne diese Gefühle von damals, der völligen Überforderung und dieser Hilflosigkeit, die kenne ich immer noch. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich weiß heute, wie ich diesen Kreislauf, der mich immer weiter runterzieht, wie ich den rechtzeitig unterbrechen kann. Und damit bin ich nicht mehr hilflos. Damit weiß ich, wie ich mit diesen Körperempfindungen, die hochkommen, umgehen muss, um nicht mehr ganz tief abzufallen. Mhm. Und dann gibt es eben auf dem Heilungsweg gibt's zwei Komponenten. Das eine ist die Symptombehandlung, die eben manchmal wichtig ist, wenn es gerade akut schlimm ist und mir es akut schlecht geht. Und das andere ist eben das langfristige Schützen vor Rückschlägen, das Leben geil machen im Endeffekt. So mein Leben mir so ausrichten und aufbauen, dass es mich dabei unterstützt, eben glücklich zu sein. Dass ich mir mein Leben so aufbaue, dass ich darin eben auch meine Stärken leben kann, dass ich in dem Leben, das ich habe, meine Grenzen halten kann. Und da eben nicht ständig gegen Wände stoße, sondern in meinem Leben diese Grenzen gehalten werden dürfen. Bis dahin, dass ich auch meine Stärken ausspielen darf und mich eben in einem Umfeld von Menschen und auch in einem beruflichen Umfeld befinde, wo das, was ich zu geben habe, auch Platz findet. Und ich nicht ständig das Feedback bekomme, dass ich damit hier nicht erwünscht bin oder dass das zu viel ist oder dass ich mich damit aufspielen würde oder wie auch immer.
Das sind die langfristigen Sachen. Und diese Entscheidungen, diese großen Lebensentscheidungen, die sollte man aber nicht in den akut schlechten Zuständen treffen. Deswegen ist die Symptombehandlung so wichtig. Weil natürlich, wenn es uns gerade sehr schlecht geht, sind unsere Gedanken auch in eine, ich sag mal, eher schwarz gefärbt oder dunkelblau, wenn wir so das Blue, das Wort Blue aus dem Englischen mit rannehmen. In dem Zustand geht es erstmal nur darum, dass wir wieder zur Ruhe kommen. Und dann gibt es einige Möglichkeiten, wie wir da rangehen können. So die grundlegendste, einfachste und gleichzeitig hilfreichste ist für mich die tiefe Atmung. Wenn wir uns akut schlecht fühlen, es uns akut richtig scheiße geht, selbst dann, wenn unser Kopf glaubt, dass es an irgendwelchen anderen Dingen liegt, aber das ist egal, weil an den anderen Dingen können wir jetzt erstmal sowieso nichts ändern, im Hier und Jetzt können wir unsere Gefühle mit Atmung beruhigen. 10-mal tief einatmen, dabei vorstellen, unsere Atemluft würde in unseren Körper dahin fließen, wo es am meisten wehtut. Ja? Also weil jedes Gefühl, selbst wenn wir es noch nicht benennen können, zeigt sich im Körper. Ja, wir haben viele Worte dafür in unserem Sprachgebrauch, so der Kloß im Hals, das Stechen in der Brust, der Stein im Bauch, ja, das Ziehen, Kribbeln. Einfach mal tief atmen und spüren, wo im Körper da was los ist. Und dann können wir tief reinatmen in diesen Bereich und ganz tief wieder ausatmen und uns dabei vorstellen, dass bei der Ausatmung wie so ein gewisser Teil von dem Gefühl mit ausgeatmet wird. Mhm. So, da gibt es diese tolle Szene bei, wie heißt der Film, The Green Mile mit Tom Hanks, wo der dieser große schwarze Gefängnisinsasse, wo der eine tote Maus nimmt und ihren Tod einatmet und dann wieder ausatmet. Und es ist wie so eine Wolke, wie so eine schwarze Wolke, die er dann einatmet. Und dann ist die Maus wieder am Leben. Und ihm ging es erstmal auch schlecht, weil er hat den Tod natürlich mit eingeatmet. Aber eben dieses Ausatmen, er hat diese, wie so eine Wolke aus der Energie. Und so können wir uns das vorstellen. Dieses Bild hilft tatsächlich, auch dem Körper mehr loszulassen in dem Bereich. Und das einfach mal 10, 20 Atemzüge lang machen. Ganz tief rein bis zu diesem Gefühl und ausatmen und vorstellen, dass ein kleiner Teil davon mitgeht. Und das hat zur Folge, dass innerhalb von 10, 20 Atemzügen wir uns besser fühlen. Und wichtig, besser fühlen. Nicht, wir sind jetzt super happy und glücklich und springen wieder durch die Bude, sondern uns geht es nicht mehr total dreckig. Und das ist erstmal das Wichtigste. Ja, dass wir wieder in den Zustand kommen, in dem wir etwas klarer sind und unseren Gefühlen nicht mehr ausgeliefert sind. Einfach mal kurz aus dem Sturm rauszutreten. Das heißt nicht, dass wir aus dem Sturm gleich auf die Bahamas müssen und uns in die Sonne an einen Strand legen, sondern es reicht eben einfach mal kurz neben dem Sturm zu stehen. Und da kann diese Atmung helfen. Da kann helfen, aufzuschreiben. Ich weiß, Byron Katie wurde mal so schön gefragt in einem ihrer Vorträge, wie halte ich Gedanken fest, die ich einfach nicht fassen kann? Und Byron Katie meinte, ja, schreib sie auf. Weil dann stehen sie da, schwarz auf weiß, und können nicht mehr weg. So. Und das ist eine wahnsinnig tolle Methode, um eben Ruhe in sich selbst reinzubringen. Einfach zu schreiben, was in einem los ist. So dieses automatische Schreiben, wird das auch therapeutisch genannt. Uns einfach einen Timer stellen, nach 10 Minuten, Zettel und Stift nehmen und dann einfach losschreiben, egal was kommt. Und eben wenn dann zwischendurch mal steht Eiscreme oder Punkt, 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 ich weiß nicht, was ich schreiben soll, Punkt, 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 so ein Blödsinn, okay, wie spät ist es jetzt? Oh, noch 10 Minuten, Punkt, Punkt, Punkt. Selbst wenn wir sowas schreiben, einfach alles rauslassen. Bis zu den typischer spirituellen Methoden, wie sich hinsetzen und meditieren. Was tatsächlich manchmal, wenn es uns besonders schlecht geht, nicht funktioniert. Aber auch das ist oftmals trotzdem eine Methode, um gut wieder runterzukommen. Bis dahin eben einfach mal für eine Viertelstunde und einen Block zu gehen, eine Runde. Entweder raus in die Natur oder wenn das zu weit weg ist oder der Antrieb nicht da ist, jetzt erst in die Natur rauszufahren, einfach Schuhe an und einmal um den größeren Block einmal rumlaufen, den Körper in Bewegung bringen, das Blut ins Fließen bringen, das Herz zum Pumpen bringen, weil da auch wirklich ganz simpel gesagt, wenn unser Herz wieder mehr zu pumpen beginnt, was es muss, wenn wir in Bewegung kommen, weil die Muskeln brauchen Blut oder die Bestandteile aus dem Blut, um zu funktionieren. So heißt es, das Herz muss stärker schlagen. Da wird gleichzeitig auch das Gehirn besser mit Nährstoffen wieder versorgt, was auch dazu führt, dass wir wieder klarer denken können und eben nicht mehr in diesem Strudel gefangen sind.
Und so haben wir eben diese Symptombehandlungen, eben bis dahin, dass auch Antidepressiva dazu zählen, Bachblüten für mich zu einer gewissen Weise dazu zählen, bei manchen Johanniskraut dazu zählt oder wie du das auch sagst, Vitamin D zu sich nehmen, was ja am Ende auch eine Symptombehandlung ist. Die Ursachenbehandlung wäre dann eben in die Sonne ziehen, mal ganz simpel gesagt, oder eine Tageslichtlampe, auch wenn das wieder mehr Symptombehandlung ist. Und genau, und wenn wir dann eben in einem Zustand sind, in dem es uns wieder etwas besser geht, dann können wir auch uns entscheiden, wieder Dinge zu tun, die uns gut tun. Entscheidungen treffen, die vielleicht was in unserem Leben verändern, was wir verändern müssen. Und was ich gerade gesagt habe, auch gut tun, ist was sehr Wichtiges. Weil viele Menschen mit Depressionen haben große Schwierigkeiten damit, sich selbst was Gutes zu tun. Da sind so Gedanken drin wie, ich bin es nicht wert. Das darf nicht sein. Oder ich bin doch egoistisch, wenn ich jetzt was tue, was mir gut tut. Das geht doch nicht. Und eigentlich muss ich doch ganz andere Sachen machen. Bis dahin zu sagen, ich bin einfach wertlos. Ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Auch das sind keine seltenen Gedanken bei Menschen, die akut unter Depression leiden. Und hier geht es tatsächlich einfach um ein Umtrainieren, weil das ist ja, diese Gedankenmuster sind nichts anderes als eine Angewohnheit, so über sich zu denken. Und um sich zu erlauben, wieder anders über sich zu denken und sich mehr positive Sachen gönnen zu dürfen, heißt das, dass wir einfach mal Dinge tun müssen, die uns gut tun. Und das sage ich jetzt auch so provokant müssen, weil das ist anstrengend. Das ist in so einem Zustand extremst schwierig. Das braucht viel Überwindung, sich zu überwinden, sich was Gutes zu tun, besonders in den Momenten, wo man es am allermeisten braucht. Weil man einfach keinen Bock hat in dem Moment, oder? Weil unser Kopf so in seinem anderen Film drin ist, dass er uns nicht sehen lassen will, wie das positive Endergebnis ist von dieser Handlung. Der ist so in seinem Film gefangen. Und ich denke, auch die Leute, die hier zugucken, bei dir, Thema Yoga oder Meditation, wir wissen, dass uns Yoga und Meditation gut tun, wenn wir es machen. Aber wie oft finden wir dann erst Tage später raus, wie unglaublich gut es getan hätte, wenn wir das jetzt schon mal ein paar Tage eher probiert hätten. Ja. Auch was du gesagt hast mit dem Bewegen, wenn man jetzt, es muss ja nicht immer gleich was Großes sein, sondern man kann sich ja als Ziel setzen, einfach mal vors Haus zu gehen. So, und wenn ich vorm Haus bin, dann habe ich vielleicht Lust, die Straße lang zu laufen. Und wenn ich die Straße lang laufe, habe ich vielleicht Lust, noch weiter zu laufen und noch weiter zu laufen. Und oder vielleicht auch nicht. Und das ist dann ja, okay. Vielleicht auch nicht. Ja, aber ich sage es nur, weil ich das ja auch von mir kenne. Wenn ich mich mal für etwas entscheide, also einen kleinen Schritt dahin mache, ich kenne das ja auch sehr gut, dass ich nehme mir auch vor, morgens zu joggen, und dann gibt es auch Momente, dass ich keinen Bock habe. Aber ich nehme es mir dann halt trotzdem vor, ziehe die Schuhe an und gehe erstmal raus. Und wenn ich draußen bin, mache ich immer wieder die Erkenntnis, das ist eigentlich geil hier. So freier Himmel, Sonnenlicht, Bewegung. Und wenn ich dann mal so im Joggen drin bin, dann habe ich auch Bock, weiter zu joggen, weiter mich zu bewegen. Das heißt, wenn man sich vielleicht so Mikroziele setzt, ohne irgendwie ein großes Vorhaben zu haben, dass man dann von alleine so in die Bewegung kommen könnte. So. Mal so als Idee. Ja, das definitiv. Und das ist auch das Geheimnis hinter jeder Disziplin. Boah, wir halten, was sind so die typischen Sachen, wenn wir von Disziplin reden, wo wir sagen, wir können das nicht so in Neujahrsvorsätze, wo wir uns gleich ein Ziel setzen, wie wir aussehen wollen oder welche große Angewohnheit wir ändern wollen, oder dann halten wir 2 Wochen durch und dann geht es nicht mehr. Und wenn wir uns nämlich gleich von vornherein uns dazu verpflichten, 100% Leistung zu geben in einem Bereich. Manchmal haben wir die 100% einfach nicht. Und dann ist die Überwindung viel zu groß, das zu machen. Und das Geheimnis hinter auch jetzt langfristig durchgehaltenen Angewohnheiten ist eben erstmal die Angewohnheit aufzubauen, überhaupt in die Richtung zu gehen. Ja. Ich weiß, da gibt es dieses tolle Beispiel, das ich mal in einem Podcast gehört hatte. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Aber dass das jemand gesagt hat, dass ein Klient von ihm das gemacht hat, der wollte ins Fitnessstudio gehen. Der wollte regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Hat das oft versucht und hat es nie durchgehalten. Wie er es dann am Ende geschafft hat, war folgender Prozess. Der hat sich erstmal 2 Wochen lang vorgenommen,
einfach nur seine Sachen zu packen und die Tasche vor die Tür zu stellen. Und dann hat er 2 Wochen lang nur seine Sportsachen gepackt und vor die Tür gestellt. Die nächsten 2 Wochen hat er die Tasche ins Auto runter, noch zusätzlich ins Auto runtergepackt und hat sich ins Auto gesetzt. Tief durchgeatmet, ist wieder raus aus dem Auto, hat die Tasche hochgenommen, wieder raus. Und dann ist er wieder 2 Wochen lang zum Fitnessstudio gefahren, zusätzlich. Einfach nur bis vor die Tür und dann ist er wieder zurückgefahren. Dann ist er am Anfang rein ins Fitnessstudio, hat sich umgezogen und ist 10 Minuten auf dem Laufband gelaufen und dann wieder zurück. Und so hat er sich Schritt für Schritt hochgearbeitet, bis er wieder an dem Punkt war, wo diese Dinge, die vorher Überwindung waren oder die dann vorher immer zur Überwindung geworden sind, plötzlich keine große Überwindung mehr waren, weil dieser Ablauf im Körper, im Kopf einfach drin war. So, deswegen ist es immer langsam und leicht anfangen. Und das hat tatsächlich sehr, sehr viel auch mit Depressionen zu tun, weil Menschen mit Depressionen sind Meister drin, sich selbst Druck zu machen. Viel mehr von sich selbst zu erwarten, als ihr Körper gerade liefern kann. Was entweder manchmal Leistung ist, was mentale Leistungsfähigkeit ist und Konzentration, was körperliche Stärke ist, auch was Verantwortung für andere Menschen betrifft. Ja, wir denken viel zu oft, dass wir doch eigentlich für anderen Menschen mehr helfen müssten und sie glücklicher machen müssten, wo wir zwangsläufig gegen die Wand rennen, weil wir nur bedingt Kontrolle darüber haben, wie es anderen Menschen geht, so viel wir für sie auch tun. Bis dahingehend, dass sie von sich selbst verlangen, mehr glücklich zu sein und um andere Menschen nicht zu belasten oder weil sie denken, hey, in meinem Leben ist doch eigentlich alles okay, ich habe doch gar keinen Grund, unglücklich zu sein. Dass sie sich da unter Druck setzen und von ihrem Körper Glück verlangen, dass er auf die lange Sicht gar nicht geben kann, weil wir sind einfach manchmal auch traurig, erschöpft oder wütend oder ähnliches. Ja. Und da ist die Sanftheit, wirklich langsam anzufangen und einen Schritt in die Richtung zu gehen und eben das zu sehen, was gerade da ist und nur daran zu gehen, noch gar nicht groß was damit zu machen. Es sind oft sehr, sehr hilfreiche Schritte, um überhaupt dahin zu kommen, also den Weg in Richtung Heilung zu gehen, vor allem wenn der Körper über Jahre, Jahrzehnte hinweg gelernt hat, sich selbst zu vergewaltigen. Also sich seine eigenen Grenzen zu übergehen. Und das ist auch eine Angewohnheit. Und wir können eine Angewohnheit nicht einfach wegmachen. Wir müssen sie durch eine neue austauschen. Und das geht aber eben nur langsam und in kleinen Schritten, damit wir uns eben nicht überfordern. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel mit dem Fitnessstudio, das dann in so Mikroschritte aufzuteilen und erstmal die einfach anzupacken, ohne sich jetzt für weitergehende Dinge zu verpflichten und zu sagen, ich muss, das Ganze macht nur Sinn, wenn ich auch dahin gehe und eine Stunde trainiere, ja, dass ich dieses Effektivitätsdenken auch loslasse und einfach nur diese Mikroschritte mache. Ich meine, das erinnert mich auch daran, dass ich auch sehr oft keinen Bock habe, ins Training zu gehen, ins Kampfkunsttraining. Aber wie oft bin ich einfach hingegangen, obwohl ich keinen Bock hatte und hatte dann so eine schöne Zeit da mit den Leuten und habe mich danach super gefühlt. Ja? Also gerade auch wegen der körperlichen Betüchtigung. Das kann ich also auch empfehlen. Und ich glaube, diese körperliche Anstrengung, den Körper mal zum Schwitzen zu bringen und zu benutzen einfach auch, ist auch ein ganz wichtiges Heilungselement, was man auch jederzeit anwenden kann. Ne? Ohne sich dazu zu zwingen, irgendein bestimmtes Resultat erbringen zu müssen, mit dem Gedanken, ich kann jederzeit gehen, ich kann jederzeit abbrechen, aber ich war zumindest da. Ich bin zumindest in die Richtung gegangen. Ja, und es ist auch, sich das zu gönnen, da habe ich ein super Beispiel bei mir. Also ich habe auch verschiedene Kampfkünste gemacht und habe die nie durchgehalten. Aber es gab eine Zeit, da habe ich Thai-Boxen gemacht. Und das war sehr, sehr hartes Training, so auch für meine Verhältnisse damals. Und ich hatte angefangen, war voll motiviert. Nach ein paar Monaten bin ich jedes Mal, ich habe mich auf dem Zahnfleisch zum Training gezogen, weil ich eigentlich hatte ich gar keinen Bock mehr. Ich habe es eigentlich nur noch gemacht, um vor meiner damaligen Partnerin nicht wie ein Loser dazustehen. So, also im Sinne von, ach, du hältst ja nichts durch, was du anfängst.
Und dann bin ich auch, sobald das dort anstrengend wurde, bin ich, ich bin jedes Mal, oder dann bin ich mehrmals krank geworden, immer kurz nach dem Training. Weil ich so vollkommen das Gefühl hatte, überfordert zu sein und das ist mir alles zu viel und auch das ist schon wieder so anstrengend. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, nee, warte mal, ich gönne mir das jetzt. Den Schmerz, den gönne ich mir jetzt. Das war so ein mentaler Klick. So, der Schmerz, den brauche ich jetzt. Jetzt, den brauche ich sonst nicht, aber jetzt brauche ich ihn. Jetzt brauche ich ihn ganz dringend. Und plötzlich hat das Ding wieder Spaß gemacht. Plötzlich hat der Sport wieder Spaß gemacht. Und dann auch nur zu einladen, sich wirklich die Frage zu stellen, hey, in welche Richtung möchte ich da gehen? Also ich kann sagen, ich habe keinen Kampfsport lange durchgehalten, weil er anscheinend einfach nicht zu meinem Wesen gepasst hat. Was ich jedoch schon immer durchgehalten habe, war Musik zu machen, Schlagzeug zu spielen. Und was ich auch durchhalte, ist Tanzen. So, ich tanze Salsa, Bachata, Kizomba, so die Latino-Tänze. Und da habe ich immer Bock zu. Da muss ich mich nie zum Training zwingen. Da muss ich mich nie zwingen, zum Tanzen zu gehen, was ich beim Kampfsport oft musste. Wo ich aber andere Fälle kenne, ich kenne beim Tanzen auch Leute, die aus dem Kampfsport, wo es auch bei manchen genau andersrum ist. Die müssen sich zum Tanzen gehen eher zwingen und freuen sich aber die ganze Woche auf das Training. Und eben zu schauen, ja, wenn wir Sachen nicht durchhalten, dann hat das nicht immer was damit zu tun, dass wir nicht diszipliniert genug sind oder nicht stark genug dafür, sondern manchmal passt die eine Sache einfach nicht für uns. Und wenn wir wissen, Bewegung tut uns gut, dann gibt es ja verschiedene andere Möglichkeiten, das noch zu tun. Es gibt viele verschiedene Sportarten, viele verschiedene Gruppen und Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und wenn man das gefunden hat, was zu einem passt, ja, da sind wir hier bei vor Rückschlägen schützen, sich selbst ein geiles Leben zu machen. Ja, selbst zu lernen, hey, was tut mir gut, was brauche ich? Voll gut. Ja, wenn man auch noch Bock auf die Sache hat, die man da machen möchte, dann ist es natürlich umso besser. Und man muss auch wissen, dass so die Gesellschaft, die man da hat und die Beziehungen, die man da aufbaut zu diesem Kreis von Menschen, dass der ultra wichtig ist, der Kontakt zu den Menschen und die Bewegung. Und natürlich auch dann zusätzlich, wenn ich Spaß dabei habe, der Spaß. So beim Spielen oder Tanzen oder was auch immer. Das mit den Menschen ist ein super Punkt. Eben aus dem, sich zu gucken, wo, unter welchen Menschen fühle ich mich wohl, weil sozialer Kontakt ist ja eine der Hauptnahrungsquellen für unsere Seele. Ja. Und wenn wir sehen, hey, wo sind Menschen, die mir und meinen Werten im Leben ähnlich sind? Ja. Und vielleicht in der Art und Weise ähnlich sind, wie sie ihr Leben leben. So, wo finde ich solche Menschen? Wo gibt es das? Und das ist auch so ein interessanter Indikator, was ich dann auch gemerkt habe, hier beim Tanzen, da treffe ich mehr Leute, mit denen ich mich auf einer Wellenlänge fühle, als jetzt zum Beispiel beim Kampfsport. Natürlich hatte ich beim Kampfsport auch Leute, mit denen ich mich auf einer Wellenlänge gefühlt habe. Aber eben weniger als ihr zum Beispiel beim Tanzen, wo ich aus einer riesengroßen Gruppe einfach mit der Hälfte, mindestens der Hälfte der Leute richtig gut klarkomme. Genau. Und um das nochmal so hervorzuheben jetzt, aus den ganzen Möglichkeiten da rauszukommen, aus einer Depression, weil der Kontakt zu den Menschen so wichtig ist, ist es natürlich auch wichtig, einen tieferen Kontakt zu einem Coach oder einem Therapeut zu haben. Ne? Also ich kann das von meinem Weg auch bestätigen, dass das den größten Impact hatte an Veränderungen und dass es ein unverzichtbarer Teil so ist auf dem Heilungsweg, weil wir bestimmte Dinge halt von außen nicht anpacken können oder auch sehen können. Wir brauchen einfach einen zweiten Menschen, der uns da Schritt für Schritt durchführt, wo ich das erlebt. Wo ich auch beim Thema Depression, also definitiv unterschreibe ich so, und ich wäre auch nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht die Unterstützung durch jemanden gehabt hätte. Gleichzeitig bei akuten Depressionen, in einem wirklich akuten Zustand, ist meistens so eine innere mentale Barriere auch da, sich anderen Leuten anzuvertrauen. Also die meisten Depressiven, die finden nie den Weg zum Therapeuten, die besuchen sich nie jemanden zum Helfen, weil sie sich viel zu sehr, weil da irgendwo in ihnen drin eine viel zu große Verurteilung für diesen Zustand ist und sie den ersten Schritt auf andere zu nicht wagen. Das ist ja auch zum Beispiel, das ist ja auch der Grund, warum mein Hauptteil der Arbeit online ist. Und das wollte ich auch damals, als ich am Anfang meine Arbeit so angefangen habe, wollte ich genau das. Ich wollte Leute genau da abholen, wo ich mit 18 Jahren war. Nämlich alleine und einsam vorm Computer. Und wollte den Leuten dort die Hilfen geben, die ich in dem Zustand gebraucht hätte.
So, weswegen ich eben dieses Online-Angebot habe, auch den Lichtblick Depressionscoaching Campus dort ins Leben gerufen habe, wo es eben regelmäßige kleine Wissenseinheiten und Motivationen gibt. Ich zusätzlich mit einer Psychologin Fragen beantworte, es zu kleine Kurse in dem Mitgliederbereich gibt, wo man eben erstmal noch anonym bleiben kann. So, wo man diese erste Grenze noch nicht überwinden muss, sondern erstmal in das Momentum reinkommen kann, wo man anfängt, etwas für sich zu tun und über die richtigen Dinge nachzudenken. Und dann gleichzeitig auf einem späteren, ich rate das dann jedem, sobald er sich dazu in der Lage fühlt, such dir Hilfe. Such dir jemanden, eine psychologische Beratung, einen Coach, einen Psychotherapeuten. Du musst das Ganze nicht alleine machen. Ja, und auch hier, ich kenne das ja selber auch aus meiner Vergangenheit, wie schwer das ist, sich zu einem anderen Menschen hinzubewegen, um Hilfe zu bekommen. Also diesen Frame einzunehmen und sich helfen zu lassen, sich damit zu zeigen überhaupt, dass es einem nicht gut geht. Vielleicht hat man vorher das allen Menschen verborgen gehalten und nicht gezeigt. Und jetzt soll ich auf einmal da zu einem Menschen gehen und dem das offenbaren. Ne, das war für mich damals auch eine Riesenhürde und Blockade. Und da können wir ja auch wieder dieses Prinzip der Mikroschritte anwenden. Nur weil ich zu einem Menschen hingehe, heißt das ja noch gar nicht, dass ich jetzt mit dem 5 Monate lang zusammenarbeiten muss. Ich kann den doch erstmal kennenlernen, kann doch erstmal ein Gespräch mit dem haben und mal gucken, was der mir so zu sagen hat und was da so passiert in dieser Zeit. So, dass ich da ganz langsam rangeführt werde an den Kontakt und an die Situation, mal mit einem zweiten Menschen ansatzweise oder auch tiefer gehen, darüber zu sprechen, wie es mir geht und wohin ich eigentlich möchte. Ja, und das ist ja eben eine individuelle Sache, so in dem Bereich. Also wenn wir jetzt über das Thema Depressionen halt reden, ist das dort eben eine sehr individuelle Sache. Und das sind eben oft Traumamechanismen dahinter, dass wir an uns anderen Menschen nicht öffnen können. Ich möchte einfach als Zusatz noch mit dazugeben, wenn wir bei dem Thema Depressionen sind, weil sich auch viele Depressive sehr stark dafür verurteilen, dass sie sich nicht trauen, auf andere Leute zuzugehen. Und deswegen möchte ich es gerade noch einwerfen, selbst wenn das noch nicht drin ist. Also das ist definitiv eine Empfehlung. Sobald man sich selber sagt, hey, ich möchte das jetzt machen, dann aber los. Nutze die Kraft, das Momentum, das du gerade hast, um dir dann die Hilfe zu suchen. Und auch hier, wie gesagt, jeder Psychotherapeut hat 5 Kennenlernstunden. Vorher wirst du zu gar nichts verpflichtet. So, du kannst bis zu 5-mal völlig kostenlos und ohne jegliche Verpflichtung zu einem Psychotherapeuten gehen bei Kennenlerngesprächen. Also wenn es über die Krankenkasse läuft, natürlich privat müssen wir das dann bezahlen, weil deine Krankenkasse bezahlt sowas immer. Und kannst dir ein Bild von dem Miteinander mit dem Therapeuten machen. Und auch die meisten Coaches in dem Bereich, die bieten ja auch kostenlose Erstgespräche an. Und die würde ich auch sagen, nutze die. Ja. Und mal so als Rahmen, den wir da mitgeben können, das sind eigentlich immer liebevolle Menschen, die da sind. Die machen das von Herzen. Ja, die machen das nicht, um Geld zu verdienen oder so, sondern weil sie der Welt was zurückgeben wollen, weil sie den Menschen helfen wollen. Und da passiert nichts Schlimmes. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Chemie vielleicht nicht so gut ist zu den Menschen und dass man dann sagt, okay, der wird nicht mein Therapeut, probiere ich mal einen anderen aus. So, ich musste auch erstmal ein paar Menschen treffen und konnte mich bei dem einen vielleicht weniger öffnen und bei dem anderen dafür total. Ne, da war das Gefühl einfach besser. So, und da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Ja. Gucken. Und wo fühle ich mich wohl? Richtig, ja, genau das. Wo fühle ich mich wohl? Ah, das, womit wir schon wieder was für unsere Heilung tun, wenn wir schon nur die Entscheidung treffen, zu jemandem zu gehen, wo wir uns aufgehoben und wohlfühlen. Ja. Und tatsächlich dann auch zwangsläufig Nein zu dem zu sagen, bei dem es eben nicht, bei dem die Chemie eben nicht da ist. Genau. Coachst du persönlich? Also bei Depressionen coache ich nicht.
weil ich gemerkt habe, zum Thema Depressionen braucht es einfach ein bisschen mehr im persönlichen Kontakt als das, was ich über das Coaching geben kann. Aber Menschen, die grundsätzlich eher stabiler im Leben sind oder eher Burnout haben als Depression, für die Menschen biete ich Coachings an. Die eben nicht ganz tief im Loch sitzen und gar nicht mehr hochkommen, die brauchen dann wirklich, denen gebe ich entweder die kleinen passiven Impulse oder verweise sie eben zur Psychotherapeuten, um sich da die Hilfe zu suchen. Und die Menschen, die aber, denen es jetzt nicht so schlimm geht, dass sie gar nicht mehr aufstehen können, sondern die einfach immer bloß merken, dass sie das Gefühl haben, sich im Kreis zu drehen immer wieder, oder die gerade akut mit ihrer Situation überfordert sind, wo so verschiedene andere Dinge auch zusammenkommen und das Leben als Ganzes mehr und mehr zusammenzubrechen scheint. Das sind so die Menschen, die hauptsächlich zu mir kommen, und die betreue ich dann auch im 1-zu-1-Coaching. Da gibt es dann auch ein kostenloses Erstgespräch. Da gibt es definitiv auch ein kostenloses Erstgespräch, ja. Wo muss man sich melden? Auf arnetempel.de, und wir können ja gerne den Link nochmal hier unter das Interview mit reinsetzen. Schreib mir ein bisschen was zu dir in dem Formular. Und dann, also es ist tatsächlich so, dass sich mehr Leute melden, als ich aufnehmen kann. Daher melde dich an, und wenn ein Platz frei ist, werde ich mich melden. Alright. Wo sollen sich die Leute noch, oder wo können sie sich noch melden? Wo können sie sich Infos holen oder Input? Also auf jeden Fall, auf meinen sozialen Medien und in meinem Newsletter kommen regelmäßig kleine Impulse. Die sozialen Medien, ja, guck bei Facebook nach Echt Leben, bei Instagram @arne.tempel. Und zum Newsletter kannst du dich anmelden auf www.nie-mehr-depressiv.de. Und der Lichtblick Depressionscoaching Campus, den ich eben auch zusammen mit einer Psychologin betreibe, wo es eben ein bisschen intensiver die Hilfe läuft, findest du auf depressions-coach.com. Und die Sachen kannst du dir einfach mal anschauen und schauen, was sich für dich dort stimmig anfühlt, dort ein bisschen mehr zu dem Thema anlesen. Und ja, das sind die Hilfen, die ich den Leuten jetzt mit an die Hand gebe. Gut, dann packt man die Links auch nochmal unter das Video. Kann man sich das alles angucken und weiß Bescheid. Definitiv. Und dann wünsche ich einfach einen guten Heilungsweg, auch jetzt gar nicht mal nur aufs Gesamtbild Depressionen bezogen, sondern eben auf die ganzen kleinen Verletzungen bezogen, die wir auch auf ähnliche Art und Weise am Ende heilen müssen, wie eine Depression. Ja, nee, war ein gutes Gespräch. Wir haben auch einige Punkte genannt, die einfach auch wichtig sind, was man selber schon anpacken kann, selber vielleicht Gewohnheiten zu verändern, tief zu atmen, zu schreiben, Meditation, Bewegung, Sport, Schwitzen. Und wenn man Lust hat, irgendwann auch die Begleitung von Mensch zu Mensch. Jawohl. Hast du noch irgendwas, was du den Menschen mitteilen möchtest? Bei mir ist der Slogan ehrlich, verletzlich, selbstbestimmt. Und ich finde, wenn man diese drei Worte sich zu Herzen nimmt, dann kann im Leben nichts mehr schiefgehen. Also ehrlich heißt ehrlich zu sich selbst und zu anderen, ist immer die beste Basis, um auch langfristig glücklich zu sein. Nicht immer, um kurzfristig am besten wegzukommen, aber auf lange Sicht auf jeden Fall immer. Verletzlich heißt, gesteh dir ein, dass du eben ein Mensch bist und kein Roboter, dass du Gefühle hast, die eben auch oftmals in genau den Momenten hochkommen, wo du sie gar nicht haben willst. Und dass das aber völlig okay ist und dass wir keine Menschen mögen, die keine Probleme haben und die nicht verletzlich sind, sondern dass wir Menschen mögen, die dieselben Probleme haben wie wir. Und wenn du mehr Menschen kennenlernen willst, die dich annehmen und lieben können, dann fang an, dich verletzlich zu machen, weil nur so filterst du die Leute raus. Ja. Und selbstbestimmt heißt dann eben, mach niemanden dafür verantwortlich, wie es dir heute geht. So, ja, es mag Leute aus der Vergangenheit gegeben haben, die dazu beigetragen haben, dass sich gewisse Traumata entwickelt haben, dass sich Verletzungen entwickelt haben und teilweise vielleicht auch sehr schwere Traumata. Aber diese Menschen haben nicht im Griff, wie gut es dir heute geht oder nicht geht und ob du den Weg der Heilung gehst oder nicht. Und deswegen selbstbestimmt, zählt das immer mit dran, ehrlich, verletzlich, selbstbestimmt. Wenn du nach diese drei Worte in dein Leben integrierst, dann kann gar nichts schiefgehen auf lange Sicht.
Am besten auf ein Blatt Papier schreiben und an die Wand hängen. Sofort. Oder mein Newsletter lesen, weil dann liest du diese drei Worte jeden Tag. Oder alle paar Tage mal. Super. Gut. Sehr schönes Gespräch. Ich danke dir, Arne, für die Zeit und für die Auskunft. Ja, Elias, ich danke dir. Schön. Ich sage einfach mal bis bald und wünsche auch allen viel Erfolg auf dem eigenen Weg im Leben. Einen Ausweg gibt es immer. Und man muss sich einfach nur ein bisschen auch dafür einsetzen. Genau. Mach's gut, Arne. Danke, mach's gut.